So, und da sind wir wieder bei Minecraft. Ja, es geht gleich weiter nach der letzten Folge. Also ich nehme die gleich im Nachhinein auf, also nicht wundern. Warum? Ich glaube, ja, hier steht auch noch, dass wir letztens die Steam-Lokomotive gecheatet haben, also nur keine Panik. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Das bauen wir. Und hier vorne war die zwei, genau. Zack. Und ja, nix. Falsch. Umgekehrt, okay. So, die steckt er jetzt. So, jetzt haben wir sie. Die Lokomotive, das war ja das Problem der letzten Folge, weil wir die einbauen mussten. So, jetzt haben wir ja unseren Durchgang, den ich natürlich nicht weitergebaut habe, weil ich gleich nachher aufgenommen habe. Also ich habe weder die vorherige Folge noch gerendert, sondern nehme die gleich, ja, wieder auf. Also wir haben nur einen kleinen Cut gemacht. So, und jetzt kommt die hier rein. Nee, das war falsch. Hier kommt sie rein. So, da. Nee, oder? Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir werden die nur abbauen, bauen und ich bin ein Vollidiot. Ich hätte ja das denken müssen. Na okay, dann haben wir eine zweite. Vielleicht fällt uns da was ein. Vielleicht machen wir zwei, während die hier ist, fahrt die anderen los oder so irgendwie, keine Ahnung. Machen wir sie einfach mal hier rein. Ja, Dummheit gehört halt bestraft, ne? Sagt man so schön. So, der. Ja. Jetzt müssen wir brauchen einen Unloader. Wir müssen mal die ganzen Sachen, was der hier uns bringt, mal wegbringen. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir schicken den einfach los. Gib mal Gummi. Hat der sich jetzt aufgeladen oder nicht? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oder lädt er nur, wenn er in die Richtung fährt? Oh, baby. Franz, Ferdinand, könnten Sie bitte mal kurz stehen bleiben? Ich will da mal kontrollieren. Schaffner ist hier. Na, Schaffner, verstehst du? Schaffner. Nein, hier. Nein! Ach, Menno. Von Zug überrollt worden. Schau mal vor, Chicken Wit. Twain, das habe ich noch nie erlebt, ey. Von Zug getötet. What the fuck? Der Zug hat mich überfahren. Das erlebt man auch nur einmal im Leben, ne? Man wird von Zug überfahren. Das ist echt okay, das habe ich noch nie erlebt. Und dann, ja, pfeift er noch so. Haha, gestorben. Düdüd. Stehst du? Alter, unser eigener Zug hat uns getötet. Du kommst in die Schredderei, ey. Ich war der Schaffner. Der Zug ist abgehauen ohne uns. Lässt den Schaffner übrig. Achso, ich dachte jetzt, sie sahen sie da weg, aber dann, nein, dann wäre ich sauer geworden. Verstehst du? So. Ich bin hier gestorben, ne? Zug hat uns hier getötet, ey. Warte nur, du blöder Zug. Du kannst mich noch erleben. So, haben wir überhaupt alles noch? Mal kurz checken. Schwert haben wir, das haben wir. Das ist mal das Wichtigste. So, die sind die wichtigsten. Ja, soweit haben wir alles. Jetzt müssen wir den Zug erwischen. Der natürlich ohne uns abgefahren ist. Denn den will ich jetzt killen. Nee, ich wollte nur schauen, ob er vollgefüllt wurde oder nicht. Mann, das ist ein Brüder. Geil. Train boarding. Boarding track. Holding track. One way track. Nee, da gibt's noch einen. Gehen. Train boarding track. Train holding track. Das sind jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? Einmal geht's in beide Seiten, einmal eine Seite. Und deswegen wollte ich das wissen. Aber ja, unser Zug ist ja so dämlich. Fährt uns über den Haufen. Nur weil ich während der Fahrt aussteigen wollte. Ey, du bist schon wieder unterwegs, oder was? So nehme ich mit jetzt. So 63, das heißt, ich schätze mal, er hat sich aufgefüllt. Jetzt bleibt uns leider nichts anderes übrig als mitfahren, aber der Hund gibt ziemlich schön Gas, ne? Hier wird natürlich nicht mehr drin sein. Wasserzellen. Das heißt, wir müssten den eigentlich mit Wasser befüllen. Da müssen wir uns auch was überlegen. Können ihn hier einfach vom Meer raus blub blub anschließen, so einmal rausgekippt und platsch platsch platsch. Habe ich keine Wasserzellen hier? Nee. Hätten wir einfach Wasserzellen hier rausnehmen können aus dem Wasser,
Oder einfach ins Wasser reinschmeißen, dann wäre es Wasser zählt. Hm? Keine Möglichkeit. Hier haben wir auch nichts drin, oder? Advanced Item Unloader. Die brauchen wir später dann, um den ganzen Kram hier hinten rauszuladen. Aber vor allem muss ich jetzt mal testen, ob der... Hat der so viel schon verbraucht? Hat der 5 Stück Kohle verbraucht? Ja, okay, der fährt auch ziemlich fest, ne? Man ja auch bedenken, wenn wir gucken, der fährt ja ziemlich schnell, ne? Ziemlich schnell, ja. So schnell brauchst du aber normal nicht fahren. Weil... Ja, genau, du hast ja recht. Ja, hier hast du uns getötet, du. Ups, an derselben Stelle, du Saftsack, ey. So geht das aber nicht. Jetzt werden wir mal schauen, wenn wir hinfahren. Mal ein bisschen runter von Gas hier. Müsste er sich aufladen. Zack, 24,4. So, jetzt 1. Jetzt nehmen wir hier gleich mal was raus. Komm ich zur Kiste? Ich muss in die Kiste. So, das hier gleich rein wieder. Den Schaden, jetzt müsste er hier auffüllen, oder? Genau, okay. So, jetzt lass mich raus hier, bevor du mich wieder tötest. So, jetzt kannst du wieder schneller fahren. Das heißt, der ladet sowieso immer. Warum der Pfeil hier ist, weiß kein Schwein. Auf alle Fälle er ladet, das ist das Wichtigste. So, irgendwo habe ich hier Kohle. So. Und dann du hier runter. Das brauche ich nicht, das nicht, das nicht. Und das nicht. Gunpowder brauche ich auch nicht mehr. Blazepowder brauche ich auch nicht mehr. Was ich brauche, ist mal ein schönes Schnitzel hinter die Ohren. Und was ich noch brauche ist, Wasserzellen haben wir noch ein bisschen. Lass mir den mal einfach fahren hier. Schert uns ja nichts. Wir nehmen einfach mal die Abkürzung. Falsch, hier wollte ich entlang. Wir nehmen die Abkürzung und gehen mal schlafen. Zug kann ruhig fahren, das juckt uns gar nicht. Ich habe das auch mit die FPS jetzt unter dem Griff. Also jetzt können wir 20 Züge machen, würde uns das nicht jucken. Ich habe das mal alles optimiert, damit da alles flüssiger läuft. Mal ein bisschen eine Investition am Computer, aber hat funktioniert. So, das haben wir. Zwar, was wollte ich jetzt? Ah ja, rüber. So habe ich jetzt einfach 3 SSD-Festplatten in meinem Computer. Eine SSD, wo das System läuft. Eine SSD, wo Minecraft drauf läuft, eine separate natürlich. Und eine SSD, wo ich aufnehme. Also dreimal SSD. Dann läuft das ziemlich flüssig. Der Recycler hat die Wiesel nicht zerstört. Ach du Kacke, was hier noch alles drin ist. So, das heißt für uns, wir können hier aktivieren. Ich hoffe, hier ist noch nicht zu viel, oder? Oh. Ich habe den Server ja in der Zwischenzeit abgeschalten. Das Ding runter, damit er nicht zu viel produziert, aber hier ist ziemlich viel. Das heißt, wir sagen hier mal einfach, mal alle 10 Sekunden einen Puls. 10 habe ich gesagt. 10? Nee, 40. Nee, 10. So. Zack. Pause raus. So. Zack, jetzt kommen die Items, gehen nach unten und werden schön verarbeitet hier. Und hier raus, ja. Hier wird alles schön abgeholt. Das gefällt mir. Das ist spitzenmäßig, die Sache. So, die dazu kommt. Holt alles nach der Reihe ab. Und fährt wieder. Genau, ciao. Mach's gut. Mehr soll der Zug eigentlich ja auch nicht machen. Wobei, ich will die Kiste auch noch mit dranhängen. Das heißt, wir müssen hier eigentlich noch etwas erweitern. Der Zug ist ja jetzt gerade weggefahren. Das heißt, wir können hier noch etwas erweitern. Der kommt hoffentlich nicht so schnell oder wir sind schneller mit bauen. Deswegen, er kommt, sag mal lieber so. So, eins runter. Dann fährt der Zug hier entlang. Und hier rauf. Das heißt, wir können hier noch eine Kiste hin platzieren oder einen Loader, beziehungsweise Unloader. Ne, Loader. Loader bauen wir hier. Und können hier noch die Sachen mitnehmen. Also die überflüssigen Sachen, die noch so entstehen hier. Das, was hier alles drin ist. Könnten wir aber optimieren. Ne, hier haben wir, brauchen wir 3. Die Kiste müsste theoretisch hier drauf, dann würde es klappen. Aber dann müsste ich
hier aussortieren lassen. Nee, ich will einfach alles, was überflüssig ist, soll er hier entlang schmeißen. Das heißt, ich brauche hier noch einen Loader. Hier rein. Dann muss ich aber auch hier... Nee, muss nicht, weil dann soll er halt einfach die Richtung und beim Zurückfahren nimmt das wieder mit. Soll ja eigentlich ganz egal sein. Hier haben wir ein Dirt drin, warum auch immer, das weiß kein Schwein. Bauen wir hier Dirt drin. Da darf kein Dirt reinkommen. Weil hier sagen wir, hier darf nur Rocky kommen rein. Okay, mal gucken, ob jetzt... Was soll hier rein? Öl. So, Öl haben wir nicht, ne? So. Was wir aber noch machen können, ist hier ein bisschen aussortieren dann. Das werden wir auch machen. Dass wir wirklich zum Beispiel nur Honigdropsen... Und was brauchen wir noch zu Hause? Royal Jelly, das. Und was brauchen wir noch? Das haben wir ja gar nicht hier alles. Wir brauchen noch. Achso, nee, das geht ja nicht. Wir müssen das ja nochmal. Keine Ahnung. Auf alle Fälle, schauen wir mal. Ey, was machst du mit mir? Ich habe da nichts getan, ey. Verstehst du? Aber Diamant kommen mal vorne hin, haben ein paar Diamanten bekommen. Wie ist du? Nein. Lass mich in Frieden, ich habe dir nichts getan. Bei Eisen kommst, dann bekommen wir Eisen auch. Das heißt, wir werden das jetzt mal kurzfristig anders machen. Und zwar werden wir hier einfach mal auf 2 Sekunden stellen. Und dann werden wir sehen, wie die ganzen Items hier flutschen. Ihr seht es, da kommt schon einiges mehr zusammen, ne? Und hier? Ist der leer oder was? Warum kommt hier nichts raus? Weil er... Ah, okay, hier haben wir einen Tunnel gebaut. Okay, okay, das ist gut zu wissen, dass der Tunnel hier unten durchgeht. Jetzt hoffen wir, dass wir hier noch ein bisschen Redbauer-Kabel haben. Ja. Warum? Das habe ich gar nicht gemerkt von unten. Zwei hier entlang. Zack, zack, zack. So. Jetzt ist er wieder angesteuert, jetzt müssen wir hier auch rausgehen. Genau, jetzt geht es hier auch raus. Kann er hier auch ein bisschen verbrauchen. Jetzt bekommen wir auch Ölkorbs, wenn wir hier unten gehen. Das mal angucken. Na komm! Ja, geht's hier rund. Wir schauen, hier sind nur die. 17. Da mal 2 Stück. Wie gesagt, am Anfang wird jetzt noch nicht viel sein, ne? Ölproppetis. Weil wir noch nicht so viele verschiedene. Ja, hier zum Beispiel Eisen und Gold, da sieht man. Ja, man nimmt schon das Eisen den Platz. Vorerst. Rocky kommt. Füllt sich schon. Aber ist nur jetzt, weil wir wirklich schnell eingestellt haben. Hier Honigdrops. Was mir aber abgeht, sind. Bin ich blöd? Also hier. B-Box. Was kommt mit B-Box? Aus diesem Anacomp. Das heißt, haben wir hier nirgends Bienenwachs? Doch, hier haben wir noch Bienenwachs aus Eisen. Da bekommen wir das draus. Und hier haben wir Bienenwachs aus Rocky. Okay. Gut zu wissen. Biwachs. So, jetzt kommt da unser schöner Zug und holt hier natürlich alles ab. Oder auch nicht. Warum nicht? Was heißt das? T heißt ja theoretisch alles. Das Problem, was wir haben, ist... Ah, ich weiß schon. Wir sind hier Wait. Und wir müssen hier ein Minecart rein. Das heißt, er wartet nur, wenn das Minecart kommt. Und die anderen Sachen ignoriert einfach. Das heißt, wir brauchen 4 Stück Minecarts. Aber wahrscheinlich nicht, oder? Ah, doch, wir haben Eisen. Können wir uns welche machen? Nee, hier nicht, hier. Ich wollte 4 haben. Warum kann ich nur 3 Stack? Was ist hier los, ey? Ist ja voll die Verarsche. Haben wir Holz. Holz, da haben wir ein bisschen. Haben wir nicht viel. Okay, da muss ein Baum dran glauben. Ein Baum muss glauben. Ich brauche ein paar Kisten. So, dich auch. Du bist
Licht ist so grauenhaft hier. So. Musik passt auch irgendwie gut. So, jetzt werden wir aber hier... Ah, die Items lassen wir einfach mal ein bisschen laufen. So schnell wird das unten eh nicht voll. So. Hm, da ist halt 3, 4 mal. Nee, nee, nee. Aufgepasst, aufgepasst. Ihr wisst es. Eine. Denn das ist der Ghost Block. Das kommt hier auch. Wait. Eine. Hier auch. Wait. Und das rein. Ah, ich denke mal, ihr habt das gewusst, ne? Ich hab's dann zum Schluss auch noch gemerkt. Was wir dann brauchen, ist noch ein Loader. Was? Train Dispenser? Nee. Ein Advanced Loader. Advanced Item Loader. Da brauchen wir wieder jede Menge Stil. Ein Item Loader. Jetzt will ich nur noch mal kurz warten, bis er zukommt. Und hoffen, dass der einfach hier alles leer räumt. Wenn er kommt. Ich hätte ihn auf Vollgas einstellen sollen. Ich denke mal, dann hat er schon einiges mit sich. Ne? Hier, jetzt fängt er schon mit den Diamanten an. Ja. Das passt dann. Eisendust. Ah, Kohledust bekommen wir aus den Diamanten. Ne? Kohledust ist auch nicht schlecht. Man, ich weiß, wir haben jede Menge Rohstoffe. Das sollte uns nicht jucken, aber ich finde es halt einfach gut, wenn man da verschiedene Bienen macht. Wir werden auch, wie gesagt, oben jede Menge verschiedene Bienen machen. Wir werden Lapisbienen, Redstonebienen, ja, Kupfer, denke ich mal nicht. Kupfer haben wir wirklich extrem viel. Aber wir werden... Ihr seht, es gibt jede Menge Kom... Wie schreibt man die? Kom... Mit dem einen B. Aufpassen, dass der Zug ja nicht gleich um die Ecke schießt. So. Da kann man ja jede Menge rausholen, ne? Zum Beispiel für Glowstone, das will ich eine haben. Oder was gibt's noch? Nickel. Invar. Ihr seht, man kann da wirklich Asche... Und was wir noch brauchen, ist zum Beispiel die Sticky. Sticky, Sticky, Sticky. Ich glaube, Sticky heißt das. Moment, das nicht. Stick. Ich glaube, Sticky heißt. Oder nee, Sticky heißt eine Biene. Die was? Schleimbälle. Wie heißt eine Schleimbälle jetzt auf Englisch? Hab ich wieder vergessen. Slimebälle, okay, ja. Er gibt Sinn, ne? So, wenn wir hier schauen. Okay. Was ist jetzt los? Okay, bin gleich wieder da, also bis gleich. So, da bin ich wieder. Also, es war ein Problem mit dem Internet. Versehentlich ist irgendwie ja, abgestürzt oder was. Keine Ahnung. Also, es war nur die Internetverbindung. Ich dachte schon, beim Server ist was passiert. Aber zum Glück ja nicht. Hatte nochmal Glück. Also, habe ich kein Problem. Brauche ich nichts machen. So, also, bei den Schleimbällen sind wir stehen geblieben. Die kann man eben machen hier aus Propolis und Ball. Oder hier bekommt man sie aus Mulp, irgendwas. Mukus. Kommt man die raus? Die wollte ich haben, Mukus. Und diese Mukus. Muku. Muku. Ja, da gibt es ja irgendwas. Wo war das? So, die Musik geht mir so auf, sagt er gerade. So. Zwar Muck, irgendwas mit Muck, da ist sie. Das bekommen wir aus diesen Viskus. Also Viskusbiene hat die geheißen, genau. Viskus. Wie Sticky, Sticky, Sticky. Aus der Sticky Biene, genau, habe ich ja gesagt, Sticky heißt die. Bekommen wir das raus. Und da bekommt man eben dann aus den. Ja doch, also Seke kommt. Kommt man Seke Bubbles. Okay. Also ihr seht, wir brauchen diese Sticky Bienen. So, wir haben den Zug leider verpasst und ich schätze mal, er hat nicht das gebracht, was wir wollten. Denn hier ist nicht alles voll. Sind wir hier rein, ey. Ganz ehrlich, irgendwie verstehe ich das nicht. Oder brauchen wir hier doch die anderen, nicht die Trade? Es kann natürlich durchaus sein, dass wir hier nicht die Train Boarding brauchen.
sind die anderen. Dann machen wir das hier einfach. Stückzahl will ich hier nicht begrenzen. Ich will, dass wir das immer leer räumen, will ich sagen. Und das Weight? Oder machen wir einfach mal das E rein. Weight und E. Vielleicht macht das dann. Ich weiß echt nicht. Ich kann ja mal kurz auf der Wiki nachsehen. Ich habe die ja offen auf dem zweiten Monitor. Da schauen wir einfach mal. Item. Waren wir denn jetzt eigentlich? Item Loader, nee, Unloader. Loader, ne? Jetzt müssen wir den erstmal finden. Liquid Loader, Item Loader. Jetzt lassen wir mal schauen da. So, da gibt es ja die 4. Da muss er stehen. So, Transfer. Einmal mal Transfer, einmal Stock. Nein, tu mal auf Deutsch, ist jetzt einfacher, ne, zu lesen. Verstehst du? Wir hatten ja Google Chrome. So, ja, Stack und Express zeigt an, dass die Quellen wir da nur diese Menschen sind alle so Planet. Okay, er zeigt mir an. Wenn das auf T ist, oder sagt mir. Schmeißt er alle Items raus. Bei E macht er Filter zeigt an, dass die Quelle wir da sollte nur die Elemente sein. Alles irgendwie bewegt werden. Ah, okay, verstehe nicht. Egal, auf alle Fälle so warten. Okay. Sollte auch klar sein. Also, wait heißt, er wartet so lange, bis er die Aufgabe durchgebracht hat, die oben angegeben ist. Jetzt ist die Frage, müssen wir hier. Nee, es steht auch, wenn der leer ist. Dann ladet der alles um. Warte aber anscheinend nicht, ne? Ich denke mal, der will uns einfach nur wirklich verarschen. So, dann warten wir aber nochmal, bis er nochmal kommt und wir testen jetzt nochmal was. Ich schau nochmal und da. Boarding Track. Detector Track. Ne, Boarding Track war das, ne? Wieder Original anzeigen. Zwar haben wir hier. Jetzt kommt er. Der fährt hier einfach Schnittstock weiter. Sollte aber warten. Also kurz gesagt, er macht nicht das, was wir wollen. So, warum ist hier keine Musik? So, jetzt haben wir wieder was. Das heißt für uns. Das hier. Abreißen. Anscheinend funktioniert das nicht so, wie ich mir gedacht habe. Und dann kommen hier einfach stinknormale Boarding Tracks hin. Ich glaube, ich weiß auch, warum das nicht klappt. Weil. Ja, ich weiß schon warum. Diese Boarding Track müsste klappen. So. Wie schaut hier eigentlich aus? Der hat ja nichts mehr viel zu tun, ne? Der wird schon langsam voll. Da oben staut sich. Staut sich, das heißt, wir werden hier gleich mal kleiner schalten, weniger schnell schalten. Sagen wir hier. Nein! Ach, Menno, blöder Creeper, du. Ja, das kommt halt, da soll man halt ein bisschen vorsichtiger sein, ne? Ist halt leider so. Kann man leider nichts machen. Haben wir hier, nee, Chipterbett wollte ich nicht haben. Der stinknormales haben wir hier. Ja, ja. Okay, viel ist ja nicht kaputt gegangen. Jetzt werden wir hier gleich mal auf 20 Sekunden stellen. Damit hier mal ruhig ist, dass nicht hier gleich so viel wieder rauskommt. So. Dann hier wieder einen drauf. Und wir gehen nach unten, damit wir sehen, ob der
Zug jetzt alles aufnimmt, wenn wir die Schiene geändert haben. Denn schon langsam geht er mir auf den Sack, der Zug. So, Diamant-Coms waren hier vorne irgendwo, ne? Nee. Oh, hier müssen wir eh aufpassen. Wir waren schon ziemlich voll hier, ne? Dann nehmen wir mal ein bisschen rauf, lieber. Da kommt ihr mir nicht ganz nach. Hier sind die Diamant-Coms gewesen. Was war hier drin? Da ist kein Mensch. Schauen wir einfach irgendwas rein. Hier ist Platz, also kommt hier rein. Und der Zug soll endlich kommen, weil ich will das jetzt nochmal testen. Propolis. Und hier haben wir jede Menge Honig. Wow. Und ich dachte mir eben, dass wir ein paar Sachen hier einfach weiterverarbeiten, bevor wir sie rüberbringen. Zum Beispiel aus den Biwaks machen wir. Wenn wir ein bisschen rausnehmen. Mal aufpassen, dass der Zug nicht kommt. Daraus kann man ja auch ein bisschen was machen. Und zwar kann man daraus machen ein Helmet Case, braucht kein Mensch. Diese werden wir brauchen. Den Scheiß braucht kein Mensch. Und diese Wachskappen sind nicht schlecht. Fackeln können wir draus machen. Dann können wir draus machen, ja, Kerz, die sind nicht so interessant, aber die Wire, diese Pipe Wire sind interessant. Schauen wir mal, da kommt kein Schwein. Der Magus einfach nicht dazu, ne? Erst tötet er uns, dann kommt er nicht mehr, verspätet sich. Und genau aus dem Grund habe ich noch was vor. Da habe ich noch einen Plan, und zwar wir werden ein Überwachungssystem einbauen. Wir werden einen Monitor machen. Ziemlich groß. Ja, ich sag mal, so groß es eigentlich geht, würde ich fast sagen. Eigentlich so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 12 mal 5 Blöcke oder so. 6. Ich muss mal schauen, wie groß die überhaupt gehen, die Monitor von Computercraft. Und da werden wir den Zug überwachen. Wir werden überwachen, wo befindet sich der Zug gerade. Mal hier so Sensoren auf der Strecke. Und dann wird er uns hier eine 1:1 Strecke anzeigen, wo sich der Zug gerade befindet. Sie sind mit diesem Advanced Computer ziemlich gut. Dann wird er uns anzeigen, wann er gerade entladet, wann er ladet. Was ich dann später noch haben will, wie viel er geladen hat, soll er uns auch anzeigen. So, also, ja, theoretisch, dass wir dann so sagen können, er hat zum Beispiel 64 Honeycombs, 13 Wachskapseln und so auch immer, was auch immer, ist ja egal. Soll er uns dann auch anzeigen, eine kleine Auflistung. Das will ich haben. So, jetzt haben wir hier Wait, Just Card und T wie Theodor. So. Und jetzt werden wir dich gleich mal hier bremsen. Und mal schauen, was du hier machst. Eben nix, das ist das Problem. Du wartest nicht. So, auf was wartest du jetzt? Kannst du mir das so kurz erklären? Bessere Zeiten oder? Achso, er ladet jetzt. Ah, okay, ja, er ladet hier, okay, okay. Das heißt, sie scheint zu funktionieren. So, jetzt muss er die Seite noch entladen dann. Die ist leer. Die eigentlich auch. Und das wird raus, du. Das ist wieder so eine Sache, ne? Jetzt machen wir hier gleich noch was. Und zwar stellen wir hier um die Weiche um. Hat die jetzt auseinander gemacht, was? Nein, das wollt ihr nicht. Auf keinen Fall will ich dich. Link Bogen. Nee, das wollt ihr nicht. So. Jetzt soll ich noch verlinken. Den da unten wollte ich umstellen. Da jetzt haben wir sie. Genau, ja. Und zwar kommt hier das Weight raus. Haben wir raus. Hier sind jede Menge Items drin. Hier auch. Und jetzt schauen wir mal, wenn wir hier das Weight raus tun. Aber hier jetzt dann wirklich alles entladet. Hier ist das Weight raus, ja.
heißt, wenn wir dann voll machen, okay. Leer. So, gut. So, jetzt wartest du mal kurz hier. Wehe, du tötest uns wieder. Stopp. Du bleib stehen, habe ich gesagt. Schauen wir mal. Warum fährt der jetzt weiter? Ich habe gesagt, dass du stehen bleibst. So, ist leer. Soweit leer. Okay, das heißt, es funktioniert nur mit diesem Boarding Track anscheinend. So, du darfst ausnahmsweise wieder nach Hause fahren. Gib mal Gummi hier. Gut, so wie sich der Zug verabschiedet, werde ich mich auch verabschieden. Also ciao Leute, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Tschüss.